Hallo zusammen, heute widmen wir uns dem Unternehmen Arista, denn das Unternehmen hat seit Jahresbeginn eine sehr erfreuliche Performance hingelegt, um über 38%. Arista ist ein internationales Bäckereiunternehmen mit einer führenden Position in der Convenience-Bäckerei. Ja, und sie beliefern eben renommierte Kundschaft wie beispielsweise Lidl oder McDonald's. Ja, und zu ihren Produkten gehört eben Brot, Gebäck, Kekse, Donuts, Muffins und Brötchen und noch vieles mehr, alles rund um die Convenience-Bäckerei. Ja, das Unternehmen hat eine sehr bewegte Zeit hinter sich. Man hat hier einige Male fusioniert und eben auch einige Zukäufe getätigt, manchmal mehr und manchmal weniger erfolgreich. Man hat dann allerdings einen relativ tiefen Stand bei der Aktie von ungefähr 30 Rappen erreicht. Ja, und das war eben dann ausschlaggebend, dass sich der aktivistische Investor namens Verizon aus der Schweiz mit einem spanischen Investor zusammengetan hat und dann eben nun diesen Turnaround eingeleitet hat, auch in enger Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Unternehmensführer. Also hier schon eine relativ erfolgreiche Geschichte, wenn man das betrachtet mit einer Performance um über 400% in dem Zeitraum von ungefähr 3 Jahren. Ja, während diesem sehr erfolgreichen Turnaround hat man ebenfalls zeitweise Aktien an Peter Spuhler veräußert. Peter Spuhler ist bekannt als Investor bei Industrieunternehmen und daher war es eben relativ unüblich, dass er nun bei einer Bäckerei einsteigt. Allerdings hat er diese Position privat gekauft und nicht in seiner PCS Holding. Ja, ebenfalls ist er unter der 3% Schwelle geblieben, so dass es eben nicht meldepflichtig wurde. Trotzdem immer spannend, wenn eben solche Unternehmer sich an einer solchen Turnaround Story beteiligen, die ja durchaus bereits ihre Früchte getragen hat. Ja, und einige Analysten gehen eben davon aus, dass die Wachstumsstory noch nicht vorbei ist und dass eben die Performance noch etwas Luft gegen oben hat. Ja, wir schauen uns den letzten Bericht an. Hier zu sehen mit einem Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich. Also das ist eine relativ erfreuliche Situation. Allerdings muss man auch beachten, dass eben das teilweise durch Preiserhöhungen zustande kam und eben nicht durch ein mengenmäßiges Wachstum. Ja, trotzdem konnte man nun die 1 Milliarde Euro im Halbjahreszeitraum beim Umsatz erreichen. Ja, was natürlich sehr erfreulich ist, dass man nun mit einem Gewinn von über 50 Millionen Euro abschließen konnte. Das gegenüber von einem Verlust von knapp 40 Millionen im Vorjahreszeitraum. Also schon eine sehr erfreuliche Entwicklung für das Unternehmen. Ja, bei der Bilanz haben wir bei den kurzfristigen Assets einen Betrag von knapp 500 Millionen und bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten einen Betrag von etwas mehr als 570 Millionen. Also hier muss man diese kleine Differenz etwas im Auge behalten, dass man nicht in Liquiditätsengpässe gerät. Ja, das ist aus meiner Sicht immer eine sehr spannende Position, da eben diese kurzfristigen Positionen innerhalb von einem Jahr fällig werden und man hier nicht allzu großen Spielraum hat, um eben dann diese Sachen zu decken. Bei der Eigenkapitalquote kommt man auf etwas unter 50%. Hier ist man allerdings bereits wieder ja ziemlich stabil dabei. Generell ist das Unternehmen allerdings schon mit einer etwas tiefen Marge unterwegs. Hier zu sehen mit einer Marge von knapp 5%. Ja, ich habe die Aktien nicht im Portfolio, allerdings finde ich es immer spannend, wenn eben solche Turnaround-Stories gelingen. Ist ja auch nicht allzu einfach, ein solch weltweites Unternehmen zurück auf die Erfolgsspur zu bringen, was nun in diesem Fall bereits eingetroffen ist und eben einige Analysten sehen das Unternehmen noch weiter oben. Ja, wenn wir uns die Bewertung betrachten mit einem Halbjahresgewinn von 50 Millionen Euro, würden wir das auf das ganze Jahr hochrechnen, kämen wir auf einen Gewinn von ungefähr 100 Millionen Euro. Das gäbe dann ein Kursgewinnverhältnis von ungefähr 15. Natürlich mit diesem Wachstum relativ günstig bewertet, stellt sich allerdings die Frage, ob dieses Wachstum weiterhin erzielt werden kann. Da ja das Wachstum zu einem großen Teil aus Preissteigerung zustande gekommen ist, gehe ich nicht davon aus, dass es wieder zweistellig wachsen wird. Man könnte hier allenfalls davon ausgehen, dass sich die Profitabilität verbessert, da ja die Getreidepreise auch wieder in einem normalen Umfeld sind, nachdem sie ja auch sehr stark angestiegen sind. Also hier könnte Arista versuchen, die Preise hochzuhalten, um eben die eigene Profitabilität zu verbessern. Das allerdings auch nicht immer allzu einfach mit eben solch großen Kunden als Abnehmer. Ja, das Unternehmen ist sehr spannend positioniert mit renommierten Kunden. Oftmals hat man diesen Bereich im Portfolio nicht abgedeckt und ich kann mir hier schon gut vorstellen, dass das Unternehmen ja für das Portfolio eine Bereicherung ist. Was haltest du davon? Lass es uns wissen und bis bald.